Spotlight wird präsentiert von Pamplon, die Saint-Tropez in Dübendorf. Bekannt für die hausgemachten Tapas, coole Drinks, Festfeiern mit Freunden und die Top-Adresse für Firmen-Events. Hallo und herzlich willkommen zu Spotlight. Diese Woche wird es kreativ und sportlich. Und zwar schauen wir uns einen Tanzwettbewerb im Theater 11 an. Und der nennt sich Dance to Dance Competition. Mitmachen tun Tanzgruppen aus Russland, den Staaten, Philippinen und natürlich auch aus der Schweiz. Und das schauen wir uns genauer an. Es ist bereits das 11. Mal, dass der Tanzwettbewerb Dance to Dance durchgeführt wird. Und Andrew Resurrection ist der verantwortliche Kopf hinter dem Ganzen. Der Tänzer, der selber von Hip-Hop, Ballett bis hin zu Jazz alle möglichen Tanzstile beherrscht und ein erfolgreicher Choreograf ist, hat seine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Mit seiner Tanzschule American School Dance und dem jährlich stattfindenden Dance-to-Dance-Wettbewerb ebnet er den Weg für junge Talente. Alle Tanzgruppen wurden eigens von ihm für das Tanzspektakel, das in Zürich ausgetragen wird, ausgewählt. I heard that the teams had different time frames to practice. Is that right that the guys from the States like practice for 4 days and other ones for longer? Is that true? Yeah, they had 4 days rehearsals, the Americans. It depends on the level of the team, and it also depends on the show that they're doing. So some shows take longer to prepare, some shows don't. So I think sometimes you can say maybe it's the level, the skill level of the team, sometimes not. So you can't really use that as a measuring stick to say who's better, because maybe some people just like to take longer and really think things out, and some people work a little bit quicker. So in the end of the day, as long as every team is being creative, depending on how long they take, it doesn't really make a difference, in my opinion. How is it to work in a team? Is it hard, and is it like important to see if someone is smaller than the rest in the group to make like a good impression for the? No, that's a good question. When you're a director of a dance company, you have to go through a lot of different things, personality. So when you're directing, especially if your team is like 20 people or 30 or even 40 or 50, like in America, you have different personalities. And sometimes some people don't want to listen to you and sometimes people do. So you have to deal with that, and also with height, shapes and sizes. You want to make the picture look, because in the end of the day, what it is, we're looking at something visually, so the picture just has to look good. So if someone's tall and someone standing next to them is short, it kind of messes up the picture. So the directors have to go through that to figure out a way to make the perfect picture for the audience to enjoy. And how important is the music behind it? Because I got the feeling during rehearsals, we watched it, that it is really good if you have a song that everyone knows and loves and like can jump into it. You know what? That is a really big topic about the dance competitions. If you know the songs, it's like, you know, if you know a song in the car, you start to sing with it. And if you don't know the song, you're like, I don't know what this is. So there's two ways about it, what dance teams try to do. You have to have songs that everyone knows, or sometimes in the dance community, we use songs that no one knows, so everyone is like, oh my gosh, what is that? So they're more surprised and shocked, and it's a shock to everyone. Both have its pluses and minuses. In the end, I think music does make a big difference in your performance, and I think that is also part of the creative process, to sit at home thinking of which songs we do before they even make the choreography. Unter den Konkurrenten sind auch erfahrene Tänzer, die zum Beispiel bei America's Got Talent, der Ableger der Sendung Schweizer Talente, teilgenommen haben. Natürlich dürfen aber auch die Schweizer Teams nicht fehlen. Die Imagine That Dance Gruppe probt bis zur letzten Sekunde. Die Konkurrenz sorgt für Nervenflattern. Jetzt ist es kurz vor der Show. Sind Sie nervös? Ja, die Nervosität ist schon da. Ja. Was vor allem jetzt neu ist, dass wir Nachwuchsschüler von uns haben wir jetzt auf zu der Crew genommen. Und jetzt sind wir etwa 20 Leute auf der Bühne. Und ja, es ist halt schon etwas anders als bevor, als wir das 10. waren. Das hat man noch im Training gemerkt, dass es etwas mehr Koordination gebraucht hat. Aber wir sind positiv nervös. Also, wir probieren unsere Nervosität in Energie umzusetzen. Während der Show funktioniert für die Gruppe soweit alles. Damit die Tänzer während der aufwendig inszenierten Show auch kurz verschnaufen können, gibt es eine Pause. Die perfekte Gelegenheit für Dylan, Curtis Burger, der in der Jury sitzt, ein wenig zu verhören. Du bist ja in der Jury. Kannst du schon ein bisschen so eine erste Bilanz ziehen? Wie haben sich jetzt die Tanzgruppen bis jetzt geschlagen?
Also es war ein genialer Auftritt von diesen verschiedenen Tanzkurs. Ich habe jetzt schon die erste Hälfte schon einen Favorit, sage ich aber noch nicht. Ja, das verstehe ich. Das muss jetzt noch ein bisschen Spannungsaufbau und so. Es war auf jeden Fall sehr spürbar, dass das Publikum mega unterstützend ist und so. Wie wichtig ist jetzt das für so eine Performance, dass die Gruppen können, wie mitziehen, dass das Publikum mitspielt? Es ist, glaube ich, eines der wichtigsten Elemente, weil du ziehst deine ganze Kraft, weil du bist im Probezimmer oder im Proberaum und tust das etwas vorbereiten und hast nie einen Lohn dafür. Und wenn das Publikum dir Kraft zurückgibt, ist das wie das beflügelt vollkommen noch einmal. Absolut, also den Eindruck habe ich auch gehabt. Davis wäre am liebsten mit aufgestanden, hat mitgemacht. Nur kann ich auch nichts. Jetzt nach welchen Kategorien bewertet ihr bewerten? Was ist jetzt ganz, ganz wichtig? Also ganz simpel gebracht, du hast die Choreografie, die Shows an für sich, die Ausstrahlung, dann Kostüm, dann haben sie das Thema gut umgesetzt. Wenn sie schon das Thema wählen, sie selber, müssen sie das auch umsetzen. Haben sie das getroffen? Aber am Ende des Tages ist es wirklich ein Bauchgefühl. Also, berührt mich die Show oder nicht? Das heisst, du würdest sagen, Kreativität und eben die Emotion ist letztlich dann doch wichtiger wie Technik und Synchron sein. Weil im Team ist das ja dann schon auch wichtig, oder, für die Dynamik? Also klar, Technik ist sehr wichtig und ist aber eines von vielen Details. Aber am Ende des Tages für mich, also das sage ich subjektiv für mich, ist es wichtig, dass ich sie spüre und dass sie wirklich eine Show machen und dass eine Kraft überkommt und Ausstrahlung. Das ist das A und O von einem Tänzer. Zu gewinnen gibt es für den Sieger beim Dance-to-Dance-Wettbewerb 5000 Franken, den Jubel des Publikums und die Anerkennung der Konkurrenz. Schnell wird klar, alle sind mit vollem Herzen dabei. Zum Schluss gibt es sogar noch eine spontane Freestyle-Einlage. Hier gilt es, Mut zu beweisen, denn Freestyle bedeutet, frei zu improvisieren. Gegen Ende hin wollen dann aber alle endlich wissen, wer denn nun gewonnen hat. Es sind die Philippiner. Die Freude ist riesig. Yeah! Yeah! Sie haben eindeutig mega Freude. Das heißt, hey guys, congratulations, you won. I'm so happy for you. How do you feel? So very happy because it's so hard to manage our time here and to adjust the time. The Philippines from here. Die Russen landen auf dem zweiten, die Amerikaner auf dem dritten Platz. Mit lauter glücklichen Gesichtern geht der Dance to Dance 2015 zu Ende. Aber natürlich nur, um im Jahr 2016 wieder mit einer neuen, tollen Show aufzuwarten. Mach mit bei unserem Wettbewerb. Zu gewinnen gibt es einen Abend im Pamplon mit Tapas und Drinks für 4 Personen im Wert von 250 Franken. Schick uns ein Mail mit dem Stichwort Pamplon an wettbewerb@spotlight.vision. Viel Glück! Das war es von Spotlight für diese Woche. Ich habe mich sehr gefreut, habt ihr eingeschaltet. Und wie ihr seht, sind die Leute schon heimgegangen. Das heisst, für mich, die Dance Moves, die vorher auf der Bühne präsentiert worden sind, die kann ich jetzt einfach selber auch anwenden. Spotlight ist präsentiert worden von Pamplon, die Saint-Tropez in Dübendorf. Bekannt für die hausgemachten Tapas, coole Drinks, Festfeiern mit Freunden und die Top-Adresse für Firmen-Events.